Hi liebe Leute, herzlich willkommen zu Thinksy Cycling Kitchen. Da ich euch ja immer mega Einblicke zeigen möchte, zeige ich euch heute mal den nagelneuen Bora Hansgrohe-Bus, der dieses Jahr fertig geworden ist. Und der hat es echt in sich. Lasst euch überraschen, ich nehme euch da einfach mal jetzt mit rein. Nee, so, jetzt Grüße von der anderen Seite des Wohnzimmers. Uns ist gerade noch eingefallen, wir haben ja noch ein Gewinnspiel, was wir auflesen müssen. So ist es. Und wir haben gerade den unparteiischsten Mitbewohner dieses Wohnhauses hier zur Rate gezogen. Thinksy, ihm seinen Sohn. Mein kleiner Mann. Der hat quasi einfach bei den Kommentaren nochmal aufgedrückt. Und jetzt haben wir 3 Sieger. So ist es. Also im Endeffekt 3, 2 und 1. Alles sind Sieger. Alle sind Sieger, weil sie alle was bekommen. Erstmal nochmal schönen Dank an eigentlich alle, die die ganzen Kommentare gemacht haben. Hat uns super gefreut. Wirklich stark. Macht weiter so. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wir beantworten sie. Wir versuchen es. Wir versuchen es zu beantworten und freuen uns da echt, dass so viel Feedback eigentlich gekommen ist. Ja. Dann kommen wir erstmal kurz zum Drittplatzierten. Trommelwirbel. Ich musste das mal jetzt schnell aufschreiben, weil kann ich mir noch nicht merken. Drittplatzierter ist Lancaster 87. Herzlichen Glückwunsch. Du bekommst die Trinkflasche und die Rennmütze. Der zweite Platz geht an G plus C. GC, das da der, gibt's der fährt nur auf Gesamt. Die Handschuhe und die Socken dazu. Und Trommelwirbel, gewonnen hat das Trikot The Silence Körper, wenn ich es richtig ausspreche. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Ich gehe ganz stark von aus. Herzlichen Glückwunsch. Schreibt bitte persönliche Nachricht an Paddy oder an mich wegen den Adressen, dann schicken wir euch das. Ja. Und nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Hat uns super gefreut. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Geschenke und könnt ihr dann mal ein Bild schicken, ob es passt oder nicht und ob es euch gefallen hat. Genau. Als Legitimation, ob ihr wirklich die Gewinner seid, schickt vielleicht bei der persönlichen Nachricht irgendwie ein Screenshot oder so davon, dass ihr quasi bei eurem Profil da gibt es da so ein Home-Dings. Die wissen bestimmt mal, die was du meinst. Die Home-Seite. Wo man sieht, dass ihr es wirklich seid. Ansonsten schreibt morgen Markus Burkhardt hier. Ich bin The Silence. Wie heißt Silence. Der Silence Ripper. Silence Creeper. Creeper und hätte gern. Und ich sagte ja eine Lederhose gewonnen. Kannst vergessen, Bogi. Ne? Du nicht. Stimmt, du hast schon. Du hast schon noch Klamotten. Ja, aber wir haben es gesagt, unheimlich viele Kommentare. Und wir werden jetzt unser Bestes tun, ja wenigstens noch ein paar davon mal zu beantworten. So ist es. Wir fangen am besten an. Hier sind die nagelneuen Ledersitze, wo jeder Fahrer seinen eigenen Platz hat. Jeder hat natürlich seine eigenen Präferenzen, wo er gerne sitzen möchte. Ich zum Beispiel liebe es, ganz vorne rechts zu sitzen. Da hat Aki jetzt eiskalt natürlich seinen Helm raufgesetzt und denkt, er sitzt da, aber das kann er vergessen. Ne? Das ist Pfingstis Platz. Mich würde mal interessieren, ob Pfingsti auch als Mechaniker ein gutes Händchen hat und sein Bike einstellt oder ob da ausschließlich seine Jungs vom Team ran dürfen. Wenn wir jetzt unterwegs sind im Rennen, natürlich nur die Mechaniker, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Nochmal ein Gruß an unsere Mechaniker, ihr macht einen Top-Job, nicht nur ihr, auch die Masseure und alle drumherum, die Köche und Versorger, super. Mhm. Wenn ich zu Hause bin, natürlich selber oder auch sehr oft mein Vater, weil der auch schon seit Jahren mir da hilft und ein gutes Händchen hat. Auch mein Mechaniker des Vertrauens seit Jahren, Kevin, der schnellste Mechaniker der Welt, der sogar schon mal deutscher Meister geworden ist. Oh. Auch Gruß an ihn, ja, der auch jahrelang im Cross immer mir geholfen hat. Sehr gut. Genau. Stark. Nächste Frage. Ah ja, da ist auch unser Gewinner, der Silence Creeper, a.k.a. Bogi. Wie viele Laufradsätze hat jeder Fahrer so in der Saison und wie viele davon werden geschrottet? Zu Hause normalerweise 1 bis 2. Ein Trainingslaufradsatz und ein Reserve meistens. Im Moment habe ich nur einen. Und im Wettkampf, wir haben ja 3 verschiedene Varianten von Laufrädern, die wir im Rennen benutzen können. Einmal die 64 cm, die 50 cm und ich glaube die 23 cm hohen. Die sind immer für verschiedene Varianten im Rennen, ob Berg, Flach oder Sprint. Und es wird dann immer vorher entschieden, okay, wer die fährt. Aber da kann man jetzt nicht eine Anzahl sagen. Welche sind die leichtesten? Ich glaube, ich nehme sie nicht viel. Okay. Und habt ihr generell, vielleicht ist Frage von Paddy mit I fragt,
Haben die alle Scheibenbremsen bei euch oder gibt es auch noch Räder mit ohne Scheibenbremse? Die Straßenräder nur noch mit Scheibenbremse, die Zeitfahrräder noch ohne. Frage von Fletcher NRW. Übrigens ein sehr schönes Bild hier, er sieht aus wie Calimero. Die Frage ist, wie läuft das mit dem Funk während eines Rennens? Wird der Funk immer benutzt? Ist es ihm freigestellt? Was gehen da für Infos rüber? Welche Infos geben die Fahrer zurück? Und so weiter und so fort. Ja, Funk ist so, wir sind immer mit unserem sportlichen Leiter verbunden und untereinander mit den Fahrern. Der sportliche Leiter gibt Infos wie, wer ist in der Spitzengruppe, was sind die Abstände, irgendwelche gefährlichen Situationen, wann kommt die nächste wichtige Kurve, wo man vorne sein muss oder in welcher Situation sollten wir kompakt vorne fahren. Er gibt natürlich auch Infos von den Betreuern, die im Ziel sind, wie ist die Windrichtung, wo sind auch gefährliche Stellen, sowas. Gibt natürlich auch Infos, wenn der Organisator im Rennen irgendwas Wichtiges durchgibt. Und wir selber geben natürlich im Rennen auch untereinander Infos, wenn irgendwas ist oder im Rennen, im Sprintvorbereitung. Das sind so die wichtigsten Infos. Also angenommen, ihr fahrt jetzt eine Sprintetappe für Sam und der hat irgendwie ein Problem, mechanisches, und ist gerade niemand von euch tatsächlich da, dann sagt er durch, Jungs hier, Puncture so ist oder es. Mechanical dann oder irgendwas. Gibt es da so eine richtige, man muss sich ja kurz und präzise ausdrücken, um nicht lange rumzulabern, wäre also nichts für mich. Also dass man einfach sagt beim Defekt, genau, man sagt dann Defekt, Vorder- oder Hinterrad, und dann weiß der Mechaniker oder das Auto sofort. Was sagen die, die nicht Deutsch sprechen? Puncture, okay. Frontwheel, Backwheel, okay. Also kurz gehalten, dass dann jeder weiß, was los ist, okay. Und dann wird sofort reagiert. Ja. Und das kriegen natürlich auch alle mit, weil wir einen Channel haben, ja, für jedes Team, und dann wissen sofort alle Bescheid, was eigentlich ist. Okay. Gibt es auch so ein Logo im Funk? Eigentlich nicht. Bei uns im Team ist auch sehr oft, dass man einfach ein bisschen lustige Sachen spricht, wenn gerade mal ein bisschen entspannt ist im Feld. Okay. Dann reden wir auch mal ein bisschen Unsinn ab und zu mal. Spielt der sportliche Leiter auch mal Musik? Nee, gar nicht. Zum Beispiel mir eigentlich mal so ein bisschen. Zum Beispiel Apologize oder so? Ich frage mich bestimmt, was das bedeutet. Aber it's too late. Eventuell kommen wir darauf mal zurück. gut. Mich würde, also Dark Shark, der dunkle Hai. Das ist doch hier der Nibali. Ja, eben. Der Hai von Messina. Wie viel Zeit, also mich würde interessieren, wie intensiv ein Profi-Radsportler so trainiert. Wie viel Zeit des Trainings wird hart oder an der Grenze gefahren? Hatten wir, glaube ich, schon mal die Frage so ähnlich. Es geht immer ein bisschen darum, was der Trainer dir aufschreibt. Im Endeffekt auch, was dein Rennplan ist. Und danach wird es dann zusammengestellt. Ob du eine intensive Woche hast oder eine lange Woche oder eine kurze Woche, eine Ruhephase-Woche, ist schwer zu sagen im Groben, weil wirklich es individuell mit dem Trainer immer abgesprochen wird. Hier seht ihr einen fetten Flatscreen, wo dann immer die Besprechung gemacht wird und alles dran steht, was wichtig ist, wenn die sportlichen Leiter mit uns dann die Besprechung machen. Hier ist der Sitz des Busfahrers. Hier sitzt meistens unser Dog, weil der so wie ich immer ein bisschen vorne sitzen muss. Eigentlich eine ganz schöne Frage von Volker Racho. Volker Racho oder Volker Racho? Nee, Volker mit A und dann, ah, okay. Und dann Racho. Rach. Aber klingt irgendwie auch so cool. Wie Volker Racho. Volker, ja. Racho. Könnte ein Künstlername sein. Ich fasse das mal zusammen. Wie ist das Radsportleben als junger Papa? Also, dein Sohnemann wird jetzt 1, das heißt, du warst in den letzten 12 Monaten auch recht viel unterwegs, sehr viel, viel mehr als andere berufstätige Papas vielleicht. Wie schwer fällt dir das und wie viel Freiraum hast du vielleicht auch mal Zeiten so einzutakten, dass du mit deiner Familie im Trainingslager sein kannst, oder was gibt das Team vor? Ja, ist natürlich schon eine ganz, ganz andere Situation geworden, einfach dadurch, dass man jetzt Verantwortung für einen kleinen Wurm hat. Klar macht meine Frau natürlich den größten Teil, wenn ich da bin. Ich versuche natürlich so viel wie möglich zu Hause zu sein und die Rolle als Papa anzunehmen, weil man natürlich, man genießt ja auch. Man macht ja, also bei uns war es ein gewolltes Kind und dadurch will man natürlich so viel wie möglich mit seinem kleinen Sohnemann und seiner Frau verbringen. Bei uns war es dieses Jahr das Glück, dass das Team gesagt hat, man kann sein Trainingslager im Januar selbst gestalten. Wir hatten also nur im Dezember Trainingslager, das heißt, ich habe meine Frau und mein Kind mitgenommen zum Trainingslager. Wir haben auch das Glück, dass wir, wenn die Tour de France meistens ist, im Juli auch ein Trainingslager haben, wo dann auch viele ihre Familien und Freunde mitnehmen können. Das ist sehr cool. Wo geht's da mal hin? Nach Lienz, Osttirol. Okay. Macht mir die Sachen natürlich viel, viel leichter, weil es ist natürlich schon jetzt hart geworden, härter als früher, seinen Sohn und seine Frau zu verlassen für längere Zeit, weil man verpasst natürlich viele Sachen.
Man weiß aber auch, was man sich eingelassen hat. Und ja, ich sag mal, Radsport ist kein Endlosgeschäft. Man weiß, dass es auch irgendwann vorbei ist. Und ich glaube, dann kann man die Zeit auch noch genießen. Und wie gesagt, so probiere ich so viel Zeit wie möglich ja, einfach zu Hause zu genießen, so wie es mir zulässt. Ja. Aber es ist immer einfach. Und Hut ab an meine Frau, muss man auch wirklich mal sagen. Es gibt nicht viele Frauen, die es mitmachen. Weil es doch einfach eine sehr, sehr Belastung ist, wenn dann der Papa nicht da ist, der mal unterstützen kann. Aber zum Glück habe ich eine intakte Familie, wo dann, wenn irgendwas ist, sofort eingesprungen wird. Mhm. Damit ist eigentlich auch die Frage von Matthias Amthor beantwortet. Der fragt nämlich, warum der Pfingstli den Bundesfossi, also Paul Voss, immer den Hunger austreibt. Die Frage ist so, er meint... Warum ich keine Pausen mache im Training? Oder nur selten. Oder selten, ja. Also Fossi geht mit den anderen, die dann noch so mit rumschauen, in der hier... ortsansässigen Kaffeefahrtengruppe gerne mal zum Bäcker beim Training. Pfingstli boykottiert meistens. Jetzt wissen wir warum. Der will einfach schnell nach Hause zu seinem kleinen Würmchen. So ist es. Ja, kann man verstehen. Man nutzt die Zeit halt auch anders. Ne? Und ich habe gehört, deine Frau kann auch ganz gut kochen. Definitiv. Kann ich übrigens bestätigen. Er hat sich nur gehört. Richtig. Lars Baumgart fragt, welche Rahmengröße fährst du? Hast du Vorlieben beim Radaufbau? Ich fahre ein... Am liebsten, wenn es jemand anders aufbaut. Dass ich es nicht machen muss, weil es mittlerweile so kompliziert ist mit der ganzen Technik. Nee, ich fahre Rahmengröße 52, soweit ich mich nicht enttäusche. Bedingt dadurch, ich mag es eher, wenn die Rahmen kleiner sind, weil es schöner aussieht mit den geilen Carbonfelgen. Und... welcher Körpergröße? 1,79. 1,79. Aber ich könnte, glaube ich, auch einen 54er Rahmen fahren, aber ich fahre seit Jahren 52er und fühle mich darauf wohl. Dadurch bleibt es beim 52er wahrscheinlich bis zum Karriereende irgendwann. Und jetzt mache ich mal eine Seite in die Richtung, dann sieht man mal, wie groß der eigentlich ist, wie lang auch. Ja, wie gesagt, das sind hier die Sitze, wo jeder seinen Platz hat. Ganz wichtig heutzutage, Desinfektionsmittel vorne, hinten, in der Mitte, immer wichtig. Hier ist drinne der Kühlschrank. Man sieht, dass hier mega viele Sitzmöglichkeiten sind. Ja, hier fragt noch Hans-Udo Fieten, warum du nicht nochmal im Cross angreifst? Oder gibt es das, ich meine, Mathieu van der Poel, bestes Beispiel, kann beides. Ja, du warst und bist ja da auch nicht schlecht. Nee, das stimmt. Aber ich habe halt gemerkt, dass eigentlich im Normalfall, wenn du jetzt nicht so ein Übertalent bist wie Mathieu oder wie Wout van Aert, dass der Körper irgendwann unterleidet. Und wenn du nicht diese Ruhephasen hast, du kannst nicht auf beiden Hochzeiten tanzen, verlierst irgendwo die Prozente und du kannst nicht beides hundertprozentig machen. Das geht vielleicht ein, zwei Jahre gut, aber irgendwann sagt der Körper und Streik, brauchst jetzt Ruhe. Und deswegen habe ich mich damals entschieden, okay, Cross nur noch Training oder mal ab und zu ein paar Cross, wenn auch Spaß und alles auf die Straße, weil im Normalfall geht es eigentlich nicht. Ja, vermisst du das so ein bisschen? Jein, also es macht natürlich mega Spaß, mal im Winter dem normalen Grundlagentraining zu entfliehen und einfach nur eine Stunde Vollgas zu fahren. Aber um es wirklich professionell zu machen, da fehlt es natürlich wieder an Material, an Betreuer. Und das ist natürlich der große Aufwand. Und der Kosten-Nutzen im Endeffekt für ein bisschen Crossfahren oder halt auf Straße zu setzen, ist dann nicht so gegeben im Endeffekt. Ja. So, nächste Frage. Stefan Müller. Wie zufrieden bist du mit deinen Radklamotten? Vielleicht kannst du kurz sagen, welche Marke ist es? Wir haben seit 2 Jahren, wenn ich mich täusche, Sportful, ist eine italienische Marke. Fährt auch Bahrain Merida, die Marke, und ist echt super. Also wir haben so viele verschiedene Klamotten, ich weiß immer gar nicht, was ich anziehen soll. Weil du kriegst das hin, ganz kurz aufzuzählen, was für verschiedene Obertrikotagen es alles gibt? Okay, du hast ein Light-Trikot für die Sommertage, du hast ein normales Trikot für die normalen Tage. Und du hast auch noch ein etwas dickeres Trikot für zum Beispiel die Klassikerrennen. Das sind die kurzen Trikots dann, 3 verschiedene. Dann hast du 2 verschiedene kurze Hosen für Winter und normal. Ganz klassische kurze Hose für den Winter, logisch. Kennst du alle. So ist es, falls du mal in Belgien bei nur 2 Grad fährst, die sogar Regen abweisen, auch ganz cool. Dann haben wir diese sogenannten Flandrie-Sachen. Das sind ganz viele Regenjacken und Überschuhe und... ja, wir können das ja auch mal machen in der nächsten Folge, wenn es wirklich jemanden so richtig interessiert, ja, dann kann ich die einfach mal zeigen. Mich zum Beispiel. Ja, kommentiert mal, wir können ja mal so eine Umfrage machen, wer das möchte, dann können wir da einfach ein bisschen Zeit nehmen und dann können wir das ja mal zeigen. Also dafür ist es ja da. Wir machen es einfach. Wir machen es oder einfach, ne? Gibt es auch diese Werbung, wir machen es einfach. Genau, ja, können wir gerne machen. Okay. Sind auf jeden Fall genug Klamotten da zu zeigen. Also die Frage, die es beantwortet, ist
Zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Ja. Bei jedem. Dann fragt er noch, wie sein Trainingspensum in einem Mallorca-Trainingslager zu erklären wäre. Wahrscheinlich immer abhängig davon. Ist auch wieder so individuell, aber im Normalfall, wenn du jetzt im Dezember Trainingslager hast, gehst du natürlich mehr auf Grundlagentraining, das heißt mehr Stunden als irgendwelche Intensitäten, weil es da halt noch Sinn macht, die Basis zu machen und eine Grundlage zu bauen, damit du dann in den nächsten Monaten mehr in die Intensität gehst, damit der Körper es auch verkraftet. Ja. Also wir hatten glaube ich ja schon mal gefragt, wie viele Kilometer du im Jahr fährst. Letztes Jahr waren es ja so 30.000 insgesamt. Genau, der Anteil Training und Wettkampf hat es dann. Ich glaube, es waren so um die 20.000 Training und 10.000 Wettkampf. Und im Trainingslager ist es meistens so, du hast immer so einen Dreierblock, einen Tag Ruhe und wieder einen Dreierblock, wenn das Wetter passt. So ist es eigentlich im Normalfall aufgebaut im Wintertraining. Ich habe übrigens vorhin bei Strava nachgeguckt, was mein Jahreskilometerstand sagt. Und ich bin immer noch nicht über 2.000. Also ich habe ja so irgendwie so knapp 1,9. Wenn man sich überlegt, dass ich früher auch mal 27.000 gefahren bin in meinem besten Jahr, so ist es. War ich mich offen gestanden, wie geht das? Wie zur Hölle Zeit muss man sich da eingeben? Geht das eigentlich? Ja. Genau, hier kommt die Frage von Mike Gosing. Was nutzt du zur Trainingssteuerung? Und zusammen bald mit den Trainern, vielleicht können wir dann gleich die andere Frage noch mit beantworten. Ja. Ich finde die jetzt nämlich gerade nicht. Du hast ja auch, ist das ein neuer Trainer oder hast Also nee, den haben wir schon länger. Dein Trainer aktuell, also vielleicht mach mal eine Pauschalantwort. Genau, die Pauschalantwort ist so, wir haben im Endeffekt 4 oder 5 Trainer, glaube ich, die sich um die ganzen Rennfahrer bei uns kümmern. Und wir haben da extra so eine Plattform bekommen, das ist so ähnlich wie Trainingspeaks, das nennt sich Web for Trainer. Und da laden wir dann immer, wir fahren ja mit dem Wahoo Training, ein Wettkampf und der hat natürlich so ein cooles Feature, dass wir der Wahoo, womit wir nach dem Training es direkt automatisch hochladen können und der Trainer sich das gleich anguckt, inwieweit das Training gut gelungen ist, ob wir es genau so gemacht haben, wie er es wollte. Und dann wird halt danach immer besprochen, was war gut, was war schlecht, wie ist die Form, da trägst du halt auch dein Gewicht ein, wie dein Schlaf war, wie du dich gerade fühlst, wie kaputt du bist, und das sind halt die ganzen Parameter, die der Trainer dann dazu nimmt, um herauszufinden, ob du gerade gut bist oder was dir halt fehlt. Und mein Trainer in dem Fall ist der Dan Lorang, weil da die Frage auch aufkam. Genau, ich finde sie leider noch gar nicht. Ist überhaupt kein Problem. Der trainiert mich und da bin ich auch sehr stolz drauf, weil unter ihm bin ich auch wirklich jedes Jahr jetzt besser geworden, was ein gutes Zeichen ist. Und ich hoffe, dass es noch lange so geht, weil ich mit ihm super zufrieden bin und wir auch auf der menschlichen Ebene super klar kommen. Okay, wie oft seht ihr euch auch so in echt? Wir haben eigentlich jeden zweiten Tag Telefonkontakt. Aber sehen ist ein bisschen schwierig, weil er in Bayern wohnt. Aber meistens dann Trainingslager oder halt manchmal ist er auch bei Rennen dabei. Aber man hat halt eigentlich täglich und wöchentlich Kontakt. Ja, bei uns sind alle Trainer toppi und bin auch mit allen super gut und es läuft alles. Also man sieht ja, wie es im Moment läuft und irgendwas müssen die Trainer ja richtig machen. Ja. Hier ist noch eine Frage zu Peter. Ist der immer wirklich so locker drauf, wie er sich nach außen gibt? Oder ist er auch mal vor dem wichtigen Rennen ein bisschen aufgeregt? Ja, natürlich. Ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann würde man. Das war eine Oder-Frage, die kannst du nicht mit Ja natürlich beantworten. Achso! Peter ist eigentlich immer cool drauf. Klar, wenn er jetzt ein wichtiges Rennen hat, ist er auch angespannt. Aber da sind wir alle angespannt. Aber im Normalfall ist Peter halt mega locker, wie er sich auch wirklich gibt. Da kann man nichts Negatives sagen. Okay. Hier noch. Eine extra Erwähnung von Jensen Mam. Der schreibt nämlich, Socken über den Beinlegen bzw. lange Hose geht gar nicht. Wer sowas macht, der stoppt sich auch im normalen Leben die Hosen in die Socken. Also, finde ich gut. Ich glaube, da gab es so einen Spruch. Ich habe es gerade falsch gelesen. Ich dachte, der stoppt sich im normalen Leben. Du hast wieder andere Socken. Nee, ich hab gelesen, Socken in die Hose. Also hier vorne. Aber da gab es mal einen Spruch. Willst du die Straße rocken, nimm die Hose aus den Socken. Okay. Weil da irgendwie war mal in der früheren Zeit, die Jugendlichen sind alle so rumgerannt, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, hier die Neuköllner Buddy Murat. So ist es. Keine Sorge, das habe ich nie gemacht. Und die hatten dann immer ihr Basecap so. Warte, das muss ich einmal zeigen. So. So. Ja, stimmt, so halb. So hatten die ihr Basecap und dann immer weiße Tennissocken über der Hose. Ja. Und dann noch so Nike-Tonschuh oder so. Stimmt. Aber ist auch schon lange her, glaube ich. Richtig geil. Hier lange in Berlin, da war was los. Lange her. So, jetzt muss ich das Ding hier wieder richtig machen. Ich glaube, wir sind hier jetzt schon durch. Ja, ich glaube, es waren alle Fragen. Ach ja, welche Rennen hast du dir als Saisonhöhepunkt ausgesucht?
Und wann kriegst du vielleicht mal ein paar Freiheiten? Die Frage ist eigentlich ganz cool. Die ist wirklich gut. Ja, mit den Freiheiten ist natürlich so eine Sache, wenn du Helfer bist. Deine Frau. Ja, die sowieso. Und nee, mit den Freiheiten ist bei mir natürlich als Helfer eher nicht so gesehen. Und ist natürlich klar, dass in erster Linie, sagt ja das Wort Helfer schon, eher dafür da bin, dass die anderen gut fahren. Und mein nächster Höhepunkt wird sein, oder generell können wir sagen, die nächsten Rennen, die jetzt anstehen, sind die Hammer Series in Stavanger. Da freue ich mich ganz gut drauf. Das ist ja so ein neues Format. Norwegen ist immer eine schöne Reise wert. Danach kommt rund um Köln, deutsches Rennen. Freue ich mich, weil ich in Frankfurt ja nicht am Start sein konnte. Und mein nächster großer Höhepunkt wird dann die Dauphiné in Frankreich sein. Da darf ich dann unter anderem wieder Emu und Sam unterstützen und ja, bin mal gespannt. Bis dahin sollte meine Form noch viel, viel besser werden und dann werden wir mal gucken, wie es da so geht. So ist der nächste Plan. Ja. Ich habe jetzt gerade noch die Frage zu Dan Laurent gefunden, das war Dennis Jährlich. Das war es auch noch haben, hoffe ich. Ja. Sehr cool, jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen nach dem Rennen und vor dem Rennen. Hier haben wir eine super Toilette, mega komfortabel. Ja, ist echt wie ein Hotelzimmer im Endeffekt. Dann haben wir hier ganz wichtig auch die nagelneue Dusche, sogar zwei im Endeffekt. Alles von Bora und Hans Grohe natürlich. Man kann sich von oben berieseln lassen. Man kann sich sogar hinsetzen, wenn man müde vom Rennen ist und kaputt ist. Also ist alles echt cool. Ach schon, vorhin war übrigens noch eine Frage, warum habt ihr nur 2300 Abonnenten? Die Frage stellt mir übrigens jeden Tag. Ey, ja? Merkt ihr irgendwas? Also schön immer weitersagen und abonnieren. So ist es. Frage von XY. Wie habt ihr als Jugendfahrer, also U19, so trainiert? Gab es da schon so eine Art Spezialisierung? Eigentlich, weißt du das noch? Nicht so. Ich habe zum Glück seit Jahren führe ich ja ein Trainingstagebuch und könnte das sogar mal nachchecken. Aber ich war immer jemand, der nicht so viel Kilometer gefahren ist. Also ich habe immer gesagt, die Umfänger, die kommen später. Und so spezifisch war das damals nicht. Klar bin ich Bundesliga-Rennen gefahren und wir hatten da natürlich auch mal ein Trainingslager. Und du hast doch mal ein paar EBs eingefahren, bist ein paar EBs gefahren und ein paar Spitzen. Aber es war nie so wie jetzt natürlich, dass du wirklich jedes jeden Tag akribisch mit deinem Trainer besprichst. Ja, kann ich tatsächlich aus meiner Erfahrung auch beschreiben oder bestätigen. Ja, früher war das irgendwie so, da gab's bis mal ein paar EBs gefahren, also Entwicklungsbereich. Genau. Meistens bei uns so standardmäßig 4-5 Kilometer. Da hast du dir mal kurz ein bisschen wehgetan, ab und zu ein paar Antritte, aber so wie jetzt hier irgendwie 40-20. Diese ganze neue Art Sachen, die gab es da aber einfach noch gar 20, 40, nicht. 20-40, da hat also sich wirklich viel getan, auch Wattmessung gab es damals noch nicht. Ne? Nee. Das ist schon stark. Das, ja. Ich glaube, den ersten Wattmesser, den ich gefahren bin, war dann irgendwann im U23-Bereich. Da habe ich von der Nationalmannschaft, durfte ich mal eins austesten. Mhm. Und da hat es eigentlich angefangen, so im U23-Bereich. Davor war es wirklich einfach ein bisschen Spielerei und sollte auch Spaß machen. Es war ja nicht so, klar hast du mal die Chance gehabt oder gehofft, dass du Profi wirst, aber da ging in erster Linie die Schule vom Vorrang und Nachmittag war Training, was du machen konntest. Mhm. Und dann konntest du sehen, was du am Wochenende konntest und was nicht. So, stimmt, ja. Alles andere, wie gesagt, da ging Schule vor. Sollte eigentlich heute immer noch so sein. Ne? So also ist alles gut und schön und viel trainieren ist auch gut und ein Ziel haben, aber Radsport ist nicht wirklich alles. Klar, wenn ihr irgendwann Berufsrennfahrer seid, dann werdet ihr dafür bezahlt, aber versucht euch wirklich immer neben dem Radsport auch als Mensch zu entwickeln und so richtig dämlich zu sein, ist nicht geil im Leben. Also versucht da ein bisschen den Grips. Ich habe nicht umsonst ein Studium nebenbei gemacht, weil man nie weiß, ob der Plan A funktioniert, Leute. Also gebt mir ein gutes Beispiel voran, ne? Macht was für die Schule und für die Jungfahrer jetzt, die hier gucken und alles andere kommt von alleine. Richtig. Jetzt noch eine schöne Frage von Martin. Mich würde interessieren, wie die Stimmung so im Peloton ist. Gibt es da viel Trash-Talk oder gibt es da auch mal so eine Falschinfo vielleicht? Wenn jemand fragt, wie viele sind denn vorne raus und du sagst dann 3, obwohl 10 raus sind oder so? Na, dadurch, dass es ja durch den Funk ziemlich schnell jeder Fahrer mitkriegt, wird sowas eigentlich nie passieren. Ich habe es noch nie mitbekommen. Mhm. Man unterhält sich natürlich schon mit anderen Fahrern, wenn es noch ein bisschen ruhiger ist. Im Normalfall unterhältst du dich mehr mit deinem Team als mit anderen. Aber klar, der Trash-Talk, der ist dann schon mal da, wenn du auch meistens vor dem Rennen, wenn du noch vor der Startlinie ein bisschen irgendwo quatscht, der ist auf jeden Fall da. Mhm. Hier hinten noch mehr Sitzmöglichkeiten. Dann sieht man hier noch unsere Verpflegung, die wir uns immer vor dem Rennen nehmen.
Also im Endeffekt ein mega geiles Ding, wirklich. Also ist eine Hausnummer und ich freue mich, die nächsten Rennen damit zu bestreiten, wenn der dann wieder im Einsatz ist, wo ich dann auch bin. Und ja, das war jetzt mal der Einblick vom neuen Bus. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ihr Fragen dazu habt, sagt Bescheid. Ich sage euch eins, er ist einer der schnellsten im Peloton im Moment. Er fährt von Sieg zu Sieg. Und ich bin stolz, dass ich meistens dabei sein darf, wenn er die Sieger einfährt. Denn ich bereite es meistens vor, dass er dann einfach nur noch vollenden muss. Herzlich willkommen heute, Sam Bennett. Hey Sam. Hey. How are you? I'm okay. Thanks for having me. It's a pleasure that you sit with me here together. Sam, how was your preparation for the season? You are lucky how it works, or you had some problems in the beginning, so... Yeah, no, it's pretty good. I think I learned a lot last season about how to get ready for races, and then I just had to repeat this for this season. Normally it takes me a long time to get ready for the season, so... I knew how to do it, and now I think I know how to maintain it and be more consistent. So, now my preparation for this season was really good. Yeah. Okay, sounds good. And you are happy so far with your season, or you said maybe it can be better, or you make some mistakes, or I'm my own worst enemy in this. I always criticize what I do, and I always look to be better. I'm never happy. Maybe that's my biggest downfall, but maybe it's something that's positive because it makes me want to be better. Okay. I'm happy that each race we went to, we had success. You know, we always got top results. We won in each stage race so far this season. So thank you. And hopefully we continue this. So I am happy, and it was very important because... It's contract year for us, isn't it? So we have to do it. there has been some mistakes. Like I wanted to be better for San Remo. I was missing maybe 20% off my top form, but it was close enough to do a result there if we had the right conditions with the headwind on the last two climbs, which we didn't. They went up that pretty fast, and I was suffering like a dog. But I'm pretty happy. We've done a fantastic job so far, I think. Man muss dazu sagen, bis jetzt jedes Rennen, was ich mit Sam gefahren bin, hat er mindestens ein Rennen gewonnen. Mailand San Remo ist er nicht mit mir gefahren, hat nicht gewonnen. Ich kann euch nur sagen... Das ist eigentlich ein gutes Rum. That was the biggest problem. We were right there and then, So im Moment, es läuft wirklich gut mit uns beiden. Es funktioniert einfach. Es läuft und wir hoffen, wir können es so weitermachen. Muss man einfach sagen. Ich bin auch stolz darauf, dass wirklich die Saison bis jetzt so gut mit Sam läuft. Man muss einfach sagen, wir sind echt erfolgreich und da freuen wir uns drüber. Und wir hoffen, dass es noch die ganze Saison so anläuft. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Sam, what's your most important races here? Was ist dein wichtigstes Rennen dieses Jahr bis jetzt gewesen? I think I really wanted to target San Remo this year because it's a race that I feel I can get a result in the future, but you need experience of targeting the race. You're not going to get it the first time you do it, unless you have a lot of luck. So it's something that you try your best, you look at everything afterwards, and you try to make it better for the future. So it was very important to target this race and to go for it. But they're all pretty important. I think as a sprinter, if you feel bad or if you feel good, you always have to get a result. Nobody wants a sprinter that can't win. Mm. And that's the problem. So every race you go into, you're 100% focused for it. So far they've all been pretty important. It's always important to start early with a win because you get in a flow and the morale is high and the whole team just seems to be on another level. Whereas if you're struggling to get that win, it's always hard to break through and get the win, and then it can go a long period where you don't get it. Mm-hmm. So when you get it early, then it just, you get in a flow and a rhythm and with your teammates and everything works better. And you can see now, even we're in Romandy, it's a very hard race, but we're relaxed because we've done such a fantastic job so far this year. So yeah. I think the early races are important.
and now we're just going to try and continue this flow. I hope so, Sam. We will see. Yeah? And yeah, jeder weiß, in der Saison hat man viele Rennen, aber es gibt wahrscheinlich immer ein Rennen, was man richtig geil findet. Sam, what's your favorite race in a whole season? Was ist dein wirklich Lieblingsrennen in der ganzen Saison? For one day races, it would be, and I'm not a specialist in this, it would be Roubaix. Okay. Okay, the Worlds as well. But Roubaix is such a strange race in that it's, I hate it and I love it. it's so hard. And I'm dead afterwards, I lose the skin on my hands. Mm. If you ask me to do it the next day, I do it. Okay. You know, it's that special. But then you go to the World Championships and it's like the atmosphere is electric and it's the World Championships and it's just special, you know. It's something you really want to represent your country and do them proud, and that's also special. And then like with the Grand Tours, I suppose I'm emotionally attached to the Giro. Mm. Like we had some good success last year, and was awesome. Man. I hope that. Okay, but then when you look, the Tour de France is cycling. Mm. You know, if somebody asks you what you do and you say you're a professional cyclist, the first thing they ask is, "Did you do the Tour de France?" Yeah, so that's true. It is. One of the biggest races, and I hope that we can do what we did in the Giro last year and the Tour de France in the future. Okay. Sounds good. Jeder weiß ja, Radfahrer, der hat immer irgendwelche Rituale vor dem Rennen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich am Startlinie stehe, dann küsse ich meinen Ehering, weil es mir Glück bringt. Ein anderer geht davor nochmal irgendwo hin und macht 5 Minuten sein eigenes Ding. Sam, you have some rituals before you start the race? Normally, and I get a lot of criticism for this, I play on my phone a bit. Okay. Like every day I have to say good morning to my fiance. That's a must do. and then I just seem to take my mind away from what's happening around. And then when I come off the phone, then it's everything is structured until the race to make sure I have everything. If I do something differently, then I'll forget something. So it's just getting in the pattern each time. I don't say a prayer or anything like this, but I think I try to have fun because, you can't be too serious all the time. That's true. And now the most important question for me. Die wichtigste Frage jetzt, was war sein wichtigster Sieg bis jetzt in seiner Karriere? What was your most important victory in your career? It's funny, I can't say one victory because I think each victory had its role in that time in my career. When I look earlier in my career, one of my first major victories was the European Championships, where I won on the track in points race. Mm-hmm. And that, coming from Ireland, you never really get the opportunity to race internationally that often. So it's good to compare yourself to people abroad. So I was a little bit lucky in that race. I didn't know what I was actually doing, but I ended up winning, and that was good for my confidence because I was very quiet when I was younger, and it gave me confidence to say, okay, I can compete with people abroad. And then looking closer to where we are now, I think my first Paris-Nice win, stage win, because it was my first World Tour win, and this was something that I couldn't have dreamed of getting years ago. There's one point in my career where I was thinking, oh, will I ever win a 1.1? And then all of a sudden I did that, and then I was like, oh, will I ever win a 1.HC or a 2.HC? And then we progressed to that, and then I was like, oh, I'll never get a World Tour win. You know, it's just too high for me. It was just a dream. It was a dream, and then all of a sudden the team stepped up and the coaches came in and the team and everything fell into place, and then it happened, and I couldn't believe, I didn't show it, but afterwards, later that evening, I was crying, I was so happy. So that win meant so much to me, and I suppose gave me the confidence to try to move to bigger targets. But I don't think
yeah, I think they all played a role in giving me the confidence to go forward, because I didn't think I'd get this far in cycling. Okay. I thought maybe I could try, but you know, like you always dream of doing it, but sure, actually for it to happen is, it's amazing. So yeah, it's a longer answer, but it's I can't narrow down one. Okay, that was perfect. Okay. Sam, thank you for your interview. It was a pleasure that we can talk together. Ja, was soll ich sagen? Super. Also internationaler Superstar hier. Wie gesagt, einer der schnellsten im Peloton im Moment. Ich glaube, wir werden noch sehr viel von Sam hören. Freue mich, dass es geklappt hat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und Sam, thank you. Yeah, thanks very much. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich sage erstmal, ciao Kakao. Ciao. Zurück im Studio. Bye bye.